ich habe heute meine Herbstleseliste für euch. Nachdem ich schon meine Sommerleseliste gefilmt hatte, die kann ich euch mal hier oben verlinken. Ich habe zwar nicht alle Bücher davon geschafft, weil immer wieder andere noch dazwischen gekommen sind, aber ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze nochmal für den Herbst. Aber ich zeige euch hier jetzt nur die Bücher, die ich neben meinen ganzen anderen, die ich sowieso lesen werde, wie Nothing More, Nothing Less und die Royal-Reihe und die Rockstar-Reihe, das sind alles so Reihen, die ich gerade beenden will oder angefangen habe jedenfalls und die nächsten Bände schon habe, die ich auf jeden Fall lesen werde. Und das hier sind jetzt alles nur so Bücher, die ich zwischendurch lesen will oder vielleicht parallel, damit ich mal meinen Sub abarbeite. Und deshalb sind es jetzt auch nur 4 Bücher, wobei ich glaube, dass ich die wahrscheinlich auch nicht alle schaffen werde. 2 davon habe ich aber sogar schon angefangen und deshalb würde ich sagen, ich zeige euch die jetzt einfach mal. Und zwar ist das einmal Tinderella von Rosie Edwards. Das Cover ist ja wirklich richtig schön. Das ist halt nicht ganz mein Genre, also ihr wisst ja, ich bin mehr so New Adult Erotik-mäßig unterwegs. Aber das hier ist halt Geschichten aus dem Single-Land, also nichts mit Erotik. Hier geht es halt um Rosie, die ihr Glück mit Tinder versucht und dabei so einige lustige Sachen erlebt. Ihr seht, ich habe hier vielleicht schon 1/5 ungefähr gelesen. Deshalb, ja, mal sehen, ob ich das schaffe, weil eigentlich ist es nicht schlecht geschrieben. Es ist halt einfach nicht mein Genre. Aber, ja, ich hoffe zumindest, dass ich es schaffe. Das andere, was ich schon angefangen hatte, ich glaube, die hatte ich sogar alle im Sommer angefangen. Wenn, vielleicht war das sogar in meiner Sommerleseliste, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das ist von James Bone, Bob und wie er die Welt sieht. Da bin ich ungefähr 1/6 oder so. Und an sich mag ich die Geschichten von Bob ja, aber es ist halt nicht mehr das, was ich am liebsten lese. Wie auch schon bei Tinderella. Und dementsprechend muss ich das sozusagen, ich muss mich nicht durchquälen, aber ich muss mich schon irgendwo zwingen, das zu lesen, weil sonst bleibt es für immer in meinem Subregal. Und ich glaube, das ist der 2., 3. Band von der Bob der Streuner-Reihe. Und ja, eigentlich mag ich die Bücher ja, aber dann habe ich hier ein Buch von Amy Harmon, Vor uns das Leben. Das habe ich mir in der Bücherei ausgeliehen und ich habe das Buch jetzt schon verlängern müssen, weil, ja, ich habe es jetzt ungefähr schon einen Monat und habe es noch nicht angefangen. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, es zu lesen, weil ich einen Abgabetermin habe. Und zwar ist das der 13. Oktober. Also muss ich mich wohl ranhalten. Hier steht jedenfalls drauf, Sterben ist einfach. Die wahre Herausforderung ist das Leben. Und ich habe hier unten gelesen, dass Colleen Hoover zu diesem Buch gesagt hat, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und da ich von Colleen Hoover schon sehr viel Gutes gehört habe und ihre Bücher auch total gut sind, das weiß ich, aber ich habe noch keins gelesen, habe ich mir gedacht, das Buch muss eigentlich gut sein und deshalb, ja, muss ich das jetzt mal lesen. Also, ich bin gespannt. Aber ich glaube, es ist halt auch kein Jugendbuch. Deshalb weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es so gut wie The Fault in Our Stars zum Beispiel wird. Aber wir werden sehen. Und das letzte Buch ist von L. James, Shades of Grey. Jetzt werdet ihr euch denken, das ist doch ihr Genre. Ja, es ist mein Genre, aber irgendwie habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen vor diesem Buch gesträubt. Denn, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, manche lieben das Buch, manche hassen das Buch. Ich meine, so ist es auch bei After, von daher sollte ich mich davon nicht verängstigen lassen, aber irgendwie mache ich es trotzdem. Außerdem wollte ich den Film gucken, deshalb habe ich mir gedacht, ich muss das Buch vorher lesen. Jedenfalls kommt ja auch bald 50 Shades Darker oder so, irgendwie so heißt der. Jedenfalls der nächste Film raus und den wollte ich mit einer Freundin gucken und da muss ich erstmal den ersten gesehen haben. Deshalb muss ich auch das Buch lesen und ja, ich denke mal jeder weiß, worum es in Shades of Grey geht. Deshalb muss ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Bin jedenfalls eigentlich
reizt mich dieses Buch ja doch, weil ich wissen will, was es da drin überhaupt gibt. Weil ich habe bisher auch nur diesen Trailer und so gesehen und weiß jetzt nicht genau, was so da abgeht. Aber ja, das waren auch schon die Bücher, die ich neben den ganz vielen anderen Büchern im Herbst lesen will. Ich weiß noch nicht so ganz, ob mein Vorhaben funktionieren wird. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir werden sehen. Also ihr werdet es dann in den Lesemonaten sehen und dann schreibt mir mal, ob ihr diesen Herbst unbedingt ein besonderes Buch lesen wollt und ob ihr irgendwelche Buchempfehlungen habt, weil da kann ich immer welche gebrauchen, vor allem so für Winter, Weihnachten wäre nicht schlecht, weil da liebe ich es, so thematisierte Bücher dazu zu lesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!